In den Niederlanden wurde die jüngste Studie zur Kriminalität orientalischer Migranten veröffentlicht. Das Ergebnis: 40% aller Marokkaner im Alter zwischen 12 und 24 Jahren haben demnach eine kriminelle Karriere eingeschlagen. Sie seien innerhalb der letzten 5 Jahre verhaftet, verurteilt oder angeklagt worden, meldet das Portal International Business Times. In Vierteln, in denen die Mehrheit der Einwohner marokkanischer Herkunft ist, erreicht die Jugendkriminalität bereits 50%, wobei ein Großteil davon in den Niederlanden geboren wurde. Das bedeutet, dass die Kinder marokkanischer Einwanderer sich nicht in die holländische Gesellschaft integriert haben, so der Schluss der Autoren. Zudem bestätigt es auch, dass die Niederlande einen teuren Preis für ihr gescheitertes multikulturelles Projekt zahlen müssen. Es liegt der Verdacht nahe, dass die Schuld bei den marokkanischen Eltern zu suchen sei, die ihren Kindern antisoziales Verhalten beibringen, indem sie sie lehren, die holländische Gesellschaft zu hassen.